Friedrich-Ebert-Halle ist Veranstaltungsort für die derzeit größte Party zur Altweiberfasnacht. Die stets ausverkaufte Fete mit Kultcharakter ist ein Magnet für die gesamte Metropolregion Rhein-Neckar. Bis in die frühen Morgenstunden wird ausgelassen gefeiert, getanzt und gelacht. Wir sind ja immer herzlich willkommen und es macht sehr viel Spaß. Und die Organisation, die klappt also immer. Mit der LUCOM kann man einfach super zusammenschaffen. Ja, bei einer Party dieser Größenordnung zeigt die Eberthalle ihre Stärken. Mit über 2800 Besuchern kann man hier ausgelassen feiern. Für die passende Partystimmung sorgt die Assenheimer Band Grand Malheur, die im großen Saal so richtig einheizt. Kurz nach 11 Uhr und hier ist die Hölle los. Es ist jedes Jahr genial, in der Eberhardhalle zu feiern. Man fühlt sich wohl, geile Beleuchtung, geile Stände, die Leute sind gut drauf. Ich kann es nur empfehlen, wir machen es jedes Jahr gern. Wir haben ein volles Haus, die Leute haben eine super Stimmung, Grand Malheur spielt großartig. Ludwigshafener Nächte sind lang. Ludwigshafener Nächte sind lang. Erst fangen sie ganz langsam an. Aber dann, mein Vater war ein Landesmann und mir steckt's auch im Blut. Drum wandere ich froh, solang ich kann. Unterstützt werden die Jungs von DJ Freddy und DJ Viper, die mit einem Mix der angesagtesten Hits und Beats zum Abtanzen auffordern. Ja, wir sind jedes Jahr wieder hier in der Eberthalle und die Stimmung ist langsam wird es richtig gut, die Leute sind langsam da und ja, es ist wie jedes Jahr super Stimmung, ausgelassenes Publikum hier, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Für uns jedes Jahr wieder ein Highlight hier zu sein. Ja, und das ist irgendwo das, was die Eberthalle und Ludwigshafen so attraktiv macht. Die Leute, die wollen einfach, die kommen hierher und die feiern mit uns. Wahnsinn, jedes Jahr wieder ganz toll, super. Macht richtig Spaß hier. Dankeschön, Ludwigshafen.